Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute machen wir mal einen Rhabarbersirup. Schöne Alternative, was man damit tun kann. Dafür brauchen wir Rhabarber natürlich, kochendes Wasser und Zucker. 1:1. Wir geben zuerst den Zucker hinein. Das könnt ihr jetzt gut einmal mit aufkochen. Muss es aber halt nicht unbedingt. Kurz durchziehen. Dann schneiden wir den Rhabarber. Der muss gar nicht mal geschält werden dafür. Einfach der Länge nach in dünne Scheiben. Gar nicht so wichtig wie. Hauptsache, er kann. Passt da jetzt so rein. Na, füllen wir raus. Hat zwei Gründe. Sieht natürlich noch dekorativ aus. Und der verliert halt seinen Saft, ne? Den Geschmack, den wir ja drin haben wollen. So. Okay. Richter, unser Zuckerwasser, fachlich korrekt ist das ein Läuterzucker, kochend heiß, ist ganz wichtig, kommt der drauf. Von daher müsst ihr natürlich auch die Flasche testen, ob die das wirklich abkann. Diese hier kann das, das weiß ich. So, draufgießen. Optimal wäre es natürlich jetzt ganz voll gewesen. Aber ist ja nicht so dramatisch. Ich koche gleich noch mal was nach und fülle es danach. Fülle es dann voll auf. Heiß vergießen. 4-5 Tage beiseite stellen. Ruhig an einen nicht durchlässigen Ort. Und fertig ist er. Mit Eiswürfel und Sprudelwasser genießen. Oder ein bisschen Sekt oder Prosecco. Zum Wohl.